Gäste hinüber. Herr Professor, übernehmen Sie. Darf Sie bitten, möglichst einfach all das zu erklären, was wir jetzt sehen werden. Die 3D-Brille, die Sie jetzt aufsetzen, die hat der Operateur auch auf. Und wir sehen genau dasselbe Bild jetzt am Schirm, das Sie hier in der Brille sehen. Ist das richtig? Das ist richtig. Oberarzt Watzinger. Ja, guten Gott, Herr Professor. Guten Abend. Gott, meine Damen und Herren. Bitte stellen Sie die Patientin jetzt kurz vor, was bisher gemacht worden ist. Es handelt sich um eine 61-jährige Patientin, die schon seit längeren Jahren zahnlos ist und bei der eine ausgeprägte Rückbildung, ein Schwund des Oberkiefers dazu geführt hat, dass die Prothese nicht mehr gehalten hat. Zum einen möchte ich nochmal zeigen, dass hier also der Operateur und die Assistenz die gleiche Brille aufgesetzt hat wie ich. Das, was Sie hier im Computerbild sehen, sehe ich hier eingespiegelt und das kann ich dann während der Operation immer wieder nachvollziehen. Ist die Nähe von dem einen Implantat zu dem anderen nicht ein bisschen sehr eng? Könnte man das nicht ein bisschen weiter auseinandersetzen? Soll man das distalste Implantat vielleicht mehr in die Tuberregion versetzen, also nach hinten? Ja, würde ich sagen, dass man das ein bisschen weiter nach hinten setzt. Okay. Würden Sie das besser finden? Ja, das würde ich besser finden. Dann können wir das nämlich, sind die Abstände größer und dann kann das auch später besser geputzt werden. Ja. Gut, dann könnten Sie jetzt dann bitte das eine Implantat mal bohren? Ja. Man sieht jetzt, wir haben diesen Implantatstollen vorgebohrt. Sieht man die Bewegung, wie das Implantat, also der Implantatbohrer in die Richtung geht? Herr Professor Evers, die wievielte Operation ist das nun, die Sie via Internet mitverfolgen und leiten? Das ist heute die 18. Operation und wie gesagt, wir haben die bisher weiteste war in Kyoto, in Japan und jetzt am 1. Mai nach Cleveland in die USA. Und wir sind natürlich ganz stolz auf unser Team und auf das AKH, dass wir das von Wien nach Cleveland und nicht umgekehrt haben demonstrieren können. Fand ich auch ganz, ganz großartig. Es ist wirklich Einblick in eine sensationelle neue Operationstechnik, muss man wirklich noch mal sagen. Dr. Trupper, der hier so bescheiden sitzt, er hat dieses System erfunden und entwickelt. Sie arbeiten damit und ich kann nur sagen, herzlichen Dank und weiterhin gutes Gelingen. Dankeschön. Dankeschön.